Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Portal 2. So, beim letzten Mal haben wir vor dieser Tür hier aufgehört. Und dann werden wir das Ganze hier doch gleich mal öffnen. Aha. Irgendeine Dreckbrühe. Okay. Jetzt schauen wir uns erstmal um, wo wir hier hin müssen. Sieht ja erschreckend aus. Wo bin ich eigentlich gelandet? Sind das hier die Katakomben oder... Da könnte ich ein Portal machen, obwohl ich nicht glaube, dass es viel Sinn macht. Da macht es auch keinen Sinn. Gehen wir mal erstmal hier oben weiter gucken. Kann man oben irgendwo ein Portal setzen? Nein, kann man nicht. Ups. So, was haben wir denn hier? Aber da können wir doch ein Portal setzen. Und schwupps, drin sind wir. Hm. Aber. Na, dann machen wir das doch. Yippie-i-o. Eine Tür öffnet sich. Willkommen, meine Herren, bei Aperture Science. Astronauten, Kriegshelden, Olympiasieger. Wir wollen nur die besten und daraus agieren. Also, wer stellt sich der Forschung zur Verfügung? Aber ja. Ha, ihr habt euch auf der Fahrt hier schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Cave Johnson. Mir gehört die Firma. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meine Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn. Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und hübsch obendrein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Wow. Nice. Okay. Da geht's nicht weiter. Wer auch immer das jetzt ist, irgendwie müssen wir da hinten hinkommen. Schauen wir uns erstmal um hier. Upsala. Da reinspringen. Da reinspringen ist schwierig. Komm. Ups. Komme ich irgendwie. Oha. Ich probiere es mal. Okay. Ein kleiner Balanceakt. Was habe ich da oben für ein Portal? Ein hübsches blaues habe ich da, oder? Ja. Hallali. Okay, also ich riskiere es mal. Ja, ein bisschen weiter darüber. Noch ein bisschen. Das sieht nett aus, oder? Hui. Oh, toll. Das war's mal nicht. Die Richtung war nicht gut. Okay. Probieren wir es mal anders. Es muss ja irgendwie so funktionieren. Ah, verdammt. Gut. Probieren wir das nochmal. Irgendwie muss ich doch darüber kommen. Och nein. Schon wieder abgestürzt. Ja, ja. Es ist nicht einfach, Leute. Sieht immer einfach aus. Ist es aber nicht. Es ist immer dann, wenn man es wirklich eilig hat. Und der Meinung ist, man kann das hier mal ganz schnell erledigen. Och, das gibt's doch nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Also, nochmal. Ich muss doch einfach nur auf das Rohr springen. Habe ich doch vorhin auch geschafft. So, hier geht's nicht weiter.
Oh nein, warum falle ich da runter? Ach ja, es tut mir leid, Leute, dass ich euch das hier antue, aber irgendwie soll es nicht sein. Da unten reinspringen kann ich sowieso nicht. Ich möchte aber da drauf. Das hat vorhin geklappt. Ah. Okay. Ups. Oh Mann. Ein schmaler Grat. So, da oben haben wir blau. Passt denn die Richtung überhaupt? Da fliege ich doch. Nee, das haut doch nicht hin. Moment. Wie wäre es denn mal so rum? Ich glaube, das sieht auch nicht schlecht aus. Haut das hin? Das haut vielleicht hin. Also, no risk, no fun. Rein in das Loch. Das ist zu kurz. Hm. Hm. Überlegen. Da rein ist nicht das Problem, aber von da ist zu kurz. Aber wenn ich mir diese Richtung hier angucke, wenn ich das Portal da oben setze, dann fliege ich doch daneben. Ich muss doch da irgendwo landen. Und das wäre irgendwo hier. Das würde passen. Ja, verdammt. Moment. Okay. Das ist einfach. Das ist einfach. Augenblick. Jetzt machen wir das orangene Portal hier. Warum springe ich eigentlich nicht hier? Ich depp. Und das blaue Portal da. Und hinein. Yes. Aua. Ah, war doch gar nicht so schwer. Nur mal nachdenken. Oh. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßziel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterinnen-DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. So, das ist schön. Ich sehe hier aber keine Linie. Tja, also. Alihep, was ist das? Ein Aschenbecher. Fahren wir einfach mal mit dem Fahrstuhl. Mal schön, dass diese Anlage überhaupt noch funktioniert. Mit Treppen laufen. Muss ich jetzt unbedingt nicht haben. Schauen wir mal, wo uns dieser Fahrstuhl hinbringt. Da hinten sehe ich schon wieder eine Tür. Okay. Wo sind wir hergekommen? Wo sind wir hergekommen? Ach, da unten sind wir hergekommen. Da können wir ein Portal setzen. Und da können wir auch ein Portal setzen. Aha. Das war nicht so geschickt, glaube ich. Das sieht besser aus.
Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet, für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Vielleicht passiert gar nichts. Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte. Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus. Hm. Ja, aber wie komme ich da jetzt? Oh. Da oben. Da oben könnten wir eventuell darüber kommen, oder? Ist es machbar? Eventuell schon, aber wo springen wir runter? Aha. Moment, das müssen wir uns noch mal genauer anschauen. Pass auf, Leute. Wir machen da ein Portal hin. Ich habe schon eine Idee. Gehen eine Etage tiefer und... Und... Oh, gelandet. Ha! Genau so geht's. Ah ja. Alles schon ein bisschen veraltet hier. Mal gut, dass wir nicht mit solchen Computern arbeiten müssen. Sonst könnte ich euch Portal 2 nicht zeigen. Was ist das hier? Pumpstation. Oh. Okay. Hm. Rauf oder runter? Das ist hier die Frage. Hier unten scheint aber nichts Besonderes zu sein. Also schauen wir uns mal oben um. Irgendwas muss ja hier passieren. Hier haben wir schon mal eine Wand. Hier ist eine Tür, aber die geht nicht auf. Okay. Und hier haben wir auch eine Tür, die geht nicht auf. Oh, was ist das? Ah. Kommen wir da vielleicht hoch? Moment. Das müssen wir uns mal genauer ansehen. Okay, jetzt sind wir hier oben. Erstmal gucken, ob die Tür hier sich öffnen lässt. Ich vermute mal nicht. Nein. Also gehen wir mal in diese Richtung. Tja, rauf wird es wohl nicht gehen. Dann wohl eher runter. Okay. Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Abatschur. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Cool. Oh. Wo fahren wir hin? Naja, auf alle Fälle scheinen wir auf dem richtigen Weg zu sein. Sonst wäre es ja nicht weitergegangen. Aber ich bin mal gespannt, was jetzt noch alles auf mich zukommt. In dieser alten, verlassenen, unterirdischen Anlage. Es gibt mit Sicherheit genug Dinge zu entdecken. Oh. Okay, fangen wir an. Oh. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten Abenteufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagt ja. Der Labor. Aha. Okay. Oh. Cool, Trampolingel. Das würde auch gehen. Ah, nice.
Ein Cube. Das ist ja chillig. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Hup. Kann ich doch nicht. Ja, das hat doch vorhin auch funktioniert. Okay, ich brauche mehr Schwung, glaube ich. Und husch, drin sind wir. Ist ja wie ein Trampolin. Geile Sache. Aber es sieht doch alles schon ziemlich gammelig, ranzig, warzig hier aus. Ah, toll. Da bin ich hergekommen, da bin ich hochgegangen. Und wo muss ich hin? Ja, jetzt wird's schwierig, Leute. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja. Next. Das ist nice. Aber ich sehe, doch, da oben sehe ich was. Ich habe was gesehen. Aber da kann ich kein Portal setzen. Da oben kann ich eins setzen. Und hier kann ich eins setzen. Mann. Bin ich hier richtig? Schauen wir mal kurz. Da geht's hoch. Ich vermute mal, dass ich hier richtig bin, Leute. Aber man kann es nicht wissen. Oh, ein kleines Kontrollbüro. Nette Fernschreiber oder sowas in der Art. Ja. Aber nicht wirklich das, was ich brauchen kann. Tja, da geht auch nichts. Dann lassen wir uns doch einfach mal hier auf die Treppe fallen. Wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn einbringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Gut, machen wir das doch mal folgendermaßen. Komm, put. Komm her, du kleines Ding. Ah! Daneben gefallen. Den sollte ich vielleicht ein bisschen mehr dahin schieben. Hui. So, das haben wir schon mal. Und schwupp dich. Jetzt haben wir auch einen Cube. Und der muss da hinten hin. Oh, und schon fängt es wieder an zu laggen, Leute. Warum, weiß ich nicht. Aber bevor das hier überhand nimmt, wir sind auch schon fast wieder bei 20 Minuten angekommen. Beenden wir das Ganze für heute. Diese Aufgabe lösen wir dann in der nächsten Runde. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, euer Dirty Harry.